Ja, Leute, willkommen zurück zu GTA Online und wir sind genau da stehen geblieben, wo wir gerade in den vorherigen Teil aufgehört haben. Und zwar haben wir Tennis gespielt und sogar gewonnen, obwohl es wirklich das erste Mal war. What the fuck? Ja. Noch schönen Gruß an die Let's Play-Tante. Danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, also gerade online warst, um mir das zu spielen. War wirklich cool. Gerne wieder. Was mache ich eigentlich? Ja, mein Auto steht doch da hinten. Mein Auto brauchst du gar nicht rufen. So, wir sind wieder in einer öffentlichen Sitzung. Keine Ahnung, wer alles drin ist. Lies die Namen einfach und ja. Tundra Golf ist. Ach, Tundra Golf ist auch online hier. Sehr schön. Wir sind mal ein Bekannter, den ich wirklich kenne. So, dann wollen wir mal. Und jetzt spielen wir wirklich Golf. Und. Boah, Golf. Boah, Golf. Boah, nein. Alter, das wird so mies. Ich werde so losen, ey. Aber hey. Dieser Teil ist heute mal sportlich und deswegen, also der vorige Teil war ja auch sportlich. Gibt es ja einen Parkservice. Ich würde gerne meinen schicken Sportwagen parken lassen. Links lang. Rechts lang. Parkplätze. Yay! Parkplätze. Park einfach mal hier. So. Geparkt. Dann schauen wir mal. Ach, da ist auch der schöne Kegel für Golfspielen. Dann schauen wir mal, wer so alles Golf spielen kann, denn ich kann es definitiv nicht. Meierhofer 2000 ist online, sehr schön, sei gegrüßt. Letztes Loch 9. Ach, ich habe doch keine Ahnung, Alter. Oh, Mensch. Meine Freunde. Und Freundesliste. Wer ist denn gerade so online? Es sind gerade jede Menge online. Was, was? Fairerweise sage ich einfach mal. Lade alle Freunde ein. Mal gucken, wer jetzt reinkommt. Natürlich jetzt ohne TS und ohne Party. Aber egal. Wir sind auf jeden Fall in der Sitzung zu sehen. Und der Tundra Golf ist sogar beigetreten. Aber ich denke mal, er wird gleich sehen, was es ist. Er sieht Golf und wird gleich die Flucht ergreifen. Let's Play Tante. Let's Play Tante, willkommen zurück. Wer ist denn Hosegelenk? 422. Naja. Egal, Hosegelenk, willkommen im Let's Play von GTA Online und Let's Play hat das auch wieder dabei und ja, los geht's. Und ich habe wie gesagt keine Ahnung von diesem Scheiß. Das wird auf jeden Fall jetzt der Mega-Fail. Mega-Fail des Jahrhunderts. Egal, wir werden es einfach mal testen. Tennis ist gerade auch nicht so schlecht gelaufen, obwohl es das erste Mal war. Aber bevor ich jetzt irgendwas sage, werden wir einfach mal gucken, wie es läuft. GTA Online ist ja dafür berüchtigt, dass irgendwas passiert, was man nicht vorausplanen kann. Es sei denn, man spielt in geschlossenen Sitzungen. Aber das mache ich ja gar nicht. Ich trinke mal schnell was. Ladescreen. Oh. Oh. Ach, er ist dran. Gut. Mach mal Hingeleuung. Willkommen bei Let's Play XXL. Das wird wahrscheinlich etwas länger dauern, so wie es aussieht. Er macht hier ein paar Luftübungen. Ho! Und. Ho! Ja, jo. Da muss ich eigentlich hinschlagen. Alter. Warum bin ich eigentlich pink als Farbe unten? Was soll das? Das finde ich jetzt mal überhaupt nicht witzig. Alter, mach mal. Du hast nur noch 12 Sekunden. Ja. Wie wär's mal, wenn du mal schlagen würdest? Schlagen! Jetzt vielleicht. Ja. Ich glaube, der Schlag war wirklich gut. Gut gemacht, mein Freund. Das war wohl etwas besser als gedacht. Willkommen bei KlonTV. Let's Play Hunter, ich find's gut, dass du anscheinend ein Fan bist. Ja. Obwohl das gerade ein Griff ins Klo war. Ich meine, in einer Sitzung was sahst du genauso aus wie ich. Zumindest in der FIB-Sitzung sahst du genauso aus wie ich. Und aufgrund im FIB-Gebäude gibt es übrigens einen zweiten Teil. Ja, könnt euch drauf freuen. Einen zweiten Teil mit mehr Waffen und ohne Scheiß mehr Stockwerken zur Verfügung. Das heißt, nicht nur die beiden Stockwerke, die ihr kennt, sondern zwei weitere. Das ist kein Witz. Da wird doch ein Trailer kommen in den nächsten Tagen. Und wann die Aufnahme kommt für
Aufruhr im FAB-Gebäude 2.0, sage ich nicht, aber es wird auf jeden Fall ein mega geiles Event, weil auf der Karte haben 16 Spieler Platz, a 4 Teams. Das wird so dermaßen abgehen, aber der Platz ist auch vorhanden, weil die zwei weiteren Stockwerke, die da zu finden sind, ist wirklich mega geil. So viel Platz im Gebäude, das glaubt ihr kaum. Okay, willkommen bei Let's Fail Golf, GTA Online Golf. Was ist das denn? Höhe? Alter, ich habe doch keine Ahnung. Höhe? Distanz? Ja, wir gucken mal. Distanz? Distanz auch ein bisschen höher. Ach, shit, ey. Willkommen bei Let's Fail Golf. Alter, wie soll man den Scheiß denn spielen? Ich hab doch keine Ahnung mehr. Distanz, Stärke 80, 84. Okay. Man muss wirklich ausholen mit dem linken Stick, nach unten drücken, dann nach oben drücken und dann irgendwie, ja. Ich bin schon wieder dran. Warum? Ja, ich denke mal in die Richtung. Höhe, Stärke, aber die Höhe, Distanz auf jeden Fall wird weniger. Das heißt, wir müssen irgendwann die Höhe hauen. So, einmal nach hinten und willkommen im Busch. Unspielbare Lage. Let's fail GTA Online. Ja. Während der Gute hier macht, guck ich mal, wer so online ist. 32. Vielleicht macht der gute David ja auch wieder eine Aufnahme. Er guckt gerade im Internet. Okay. Dann hau mal rein hier. Hosengelenk oder Hosegelenk. Ich gucke einfach auf meine Elgato. Hosegelenk 422. Let's Play Tante und Tundra Golf RP sind mit am Start. Oh, aufstoßen. Dieses blöde Mineralwasser von einem namhaften Hersteller stößt tierisch auf und das während der Aufnahme trinken ist wirklich uncool. Aber Wasser ist das Gesündeste, was man trinken kann. Also, Leute, trinkt Wasser. Jetzt hau rein, Mann. Dieses Outfit, ey. Und warum hab ich den pinken Punkt? Ey, PP ist zwar eine coole Abkürzung, ja, aber nein. Ich glaube, er spielt es auch zum ersten Mal. Also, wir müssen auf jeden Fall zu dem Loch. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier gehen wird. Die Aufnahme läuft ja schon 8 Minuten. Oh mein Gott, ich werde so failen. Tundra hat es wahrscheinlich schon gespielt. Ich weiß es nicht. Das Playtante ist dran. Es geht irgendwie gar nicht nach der Reihenfolge von oben nach unten. Irgendwie verstehe ich nicht, wie das. Ball ihm aus. Du hast gerade voll gegen den Baum gehauen, mein Freund. Aber das war ein sauberer Schlag, Mann. Das hast du wirklich gut gemacht. Sauber. Warum ist jetzt wieder Hosegelenk dran? Und warum komme ich jetzt hier dran? Verdammt. Wenn einer irgendwie die Regeln von Tennis kennt und weiß, wie das Ganze funktioniert und der Weed hat gerade GTA Online angefangen zu spielen. Warum eigentlich immer GTA Online, also GTA 5? Wenn einer wirklich die Regeln kennt, dann Glückwunsch, ich kenne sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Ich kenne nur ganz grob irgendwie, also Tennis, ey. Ich meine, wie Golf funktioniert, halt in das Loch, ne? Damit kennen sich Männer ja aus, Sachen ins Loch zu bringen, ne? Aber, ja. Also, wer macht das hier professionell? Hosegelenk, Respekt, du scheinst das wirklich zu kennen und zu wissen, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht, wenn ich irgendwann mal wieder drankomme. Es sei denn, ich habe schon den L-Status für Loser und komme gar nicht mehr dran. Aber das wäre auch nicht so schlimm. Ich habe es immerhin mal angespielt, auch wenn ich verliere. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt, genauso wie das Tennis. Das Klettern ist rausgegangen. Das heißt, ich kann schon mal nicht Vierter werden. Wie geil. Ich kann nur Dritter werden.
Wieso schon wieder Tundra? Ich verstehe das gerade gar nicht. Wieso ist denn er jetzt dran? Und wieso ich nicht? Mann, ey, komm ich heute überhaupt noch mal dran? Alter, das nervt gerade. Stärke 4,30, Distanz 49 Meter. Okay, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss irgendwo da hinten hin, ne? Irgendwo dahin, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Also irgendwo in die Richtung auf jeden Fall. Distanz, nochmal. Ich muss auf jeden Fall Distanz überwinden. Das auf jeden Fall. War das gut? Ich habe keine Ahnung, wo das Loch ist. Ach, ich habe doch keine Ahnung, Mann, ey. Man kann nicht immer gewinnen, Leute. Merkt euch das, das ist eine Lektion fürs Leben. Man kann nicht immer gewinnen. Und hier werde ich definitiv verlieren. Oh, scheiße, Tundra, du wirst garantiert gewinnen. Oder vielleicht auch hier der gute Hosegelenk. Ja, ich habe doch keine Ahnung von dem Scheiß hier. Ich drücke irgendwas und immerhin weiß ich jetzt, wie die Steuerung in etwa funktioniert. Also zumindest, wie man aufschlägt oder schlägt allgemein. Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Mach mal wieder hier. Junge, du bist ein Mann. Du musst auch im Dunkeln wissen, wie man ins Loch reinkommt oder wo das Loch ist. Ne? Nur mal so ein kleiner Hinweis. Tundra. Oh. Das sieht nicht gut aus. Das weiß sogar ich als Anti-Golf-Spieler, dass der Acker oder der Sandbunker nicht so gut ist. Worauf spackt der hier so rum? Ach, der dreht seine Kamera. Kann ich auch drehen? Nein, ich kann gar nichts machen. Alter, ich kann gar nichts machen. Ich kann euch mal irgendwie ins Ohr pusten, damit der hier verliert. Wo ist denn verdammt doch mal das Loch, ey? Ach, ich glaube da. Ah, nein! Da hinten. Okay, da hinten, wo diese Fahne ist, da muss ich hinspielen. Oh nein, ich habe die Fahne gar nicht gesehen. Oh, wie peinlich, ey. Scheiß doch die Wand an. Alter, scheiß doch die Wand an. Aber die. Ah, ich sehe bei ihm dieses rote Fähnchen da hinten in der Ecke. Also, okay, er ist besser dran wie ich. Ja, Junge. Weißt du, mit auf, also mit Schlagen. Haust du rein, Junge. Ah, man merkt, dass Freitag ist und die ganzen Leute online sind. Oh, bitte keine Nachrichten schreiben, sonst kackt meine Konsole wieder ab. Bitte nicht, Leute. Bis jetzt war es ja noch harmlos, im Gegensatz zu so manchen Samstag, wo die Konsole mich alle 5 Sekunden eine Nachricht rausspuckt und dann abkackt. Komm schon, Mann! Hör auf, Zeit zu schinden! Ich bin eh der Verlierer, also hau rein. Der war gut. Scheiße, Mann, der war gut. Ich hab doch keine Ahnung, Alter. Ich hab doch keine Ahnung. Also wenigstens Distanz ist anscheinend jetzt gut und ein bisschen mehr Stärke. Ich probiere es jetzt einfach mal so, ich werde auf jeden Fall losen. Nein, genau in. Nein, doch nicht in den Acker rein. Glück gehabt. Okay, Tundra ist mitten im Sand. Willkommen in der Wüste. Oh, ich bin wieder dran. Okay. Kann auch den Schläger wechseln. Nein. Kann ich. Ah, Schläger, hier. Gut. Annäherung. Annäherung, okay. Gut, ich habe doch keine Ahnung, Alter. Verbesserte Rall und erhöhte Präzision. Präzision, okay, ich muss einfach da. Okay, ich habe es geschafft, über den Sandbunker zu kommen. Nein, mein etwas. Boah, scheiße, Mann. Tundra macht das hier wirklich gut.
Tundra hat es auf jeden Fall schon mal gespielt. Sehr gut, mein Freund. Sehr gut. Die beiden Bälle da liegen. Welcher von den beiden ist denn meiner? Ich muss sagen, der jetzt hier rechts neben Tundra liegt, ist meiner. Oder, nee, warte mal, nee, das war der rechte. Ich merke das schon, Tundra versucht hier Zeit zu schinden. Leute, egal, das dauert mir einfach alles viel zu lange. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich das hier nicht gewinnen werde. Definitiv nicht. Tundra hat es auf jeden Fall richtig drauf, der Junge. Vielleicht wird sogar ein Rosegelenk gewinnen. Ich weiß es nicht, wie es hier funktionieren soll. Weil ich, wie gesagt, vom Golf keine Ahnung habe. Ich weiß nur, dass das Runde ins Loch gehört, wie beim Fußball auch. Okay, da gehört das Runde ins Eckige, aber. Hä? Hat er den Ball so schnell geschlagen, dass ich ihn nicht gesehen habe? Ne, er hat den gar nicht geschlagen. Okay, das geht also auch. Man kann auch den Ball auch verfehlen. Ah, verstehe. Diese Stelle gerade erinnert mich ein bisschen an meinen Urlaub auf Rhodos. Das sieht gerade vom Optischen genauso aus. Rechts diese Berge. Alter, Schlaglimit überschritten. Oh nein, es gibt ein Schlaglimit. Oh nö. Ja, wo muss ich überhaupt hin? Wo muss ich denn hin? Wo ist denn die Fahne? Yo, Mann. Das haben sie ja wirklich clever gelöst. Ich glaube, da hinten ist irgendwas. Da hinten auf jeden Fall. Ich hab doch keine Ahnung, Alter. Was ist der Bunker? Irgendwo da. Zumindest auf der Karte. Okay, das war ganz knapp vorbei. Ja. Willkommen bei Let's Fail GTA Online Golf. Ach, der Schläger hat er automatisch ausgewählt. Ich dachte, ich müsste noch manuell diesen ganzen Kram auswählen, aber es hat er automatisch gemacht. Nicht schlecht. GTA Online denkt für den Noob mit ihr. Wir sprechen alle Noobisch, zumindest jetzt in dieser Sitzung hier. Das hat er auf jeden Fall gewonnen, der Junge. Der ist vor mir im Loch drin. What? Oh nein! Was rechne ich, Alter? Was krieg ich, der größte Loser überhaupt? Nein! Oh, das gibt's doch gar nicht! Alter! 5 über Paar. Was heißt das? Habe ich verloren? Wieder verloren, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall verloren. Nüt. 5 über Paar. Ich habe verloren mit. Hä? Beenden auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert, wenn man am Jahre Gleichstand. Gibt's da keinen Gewinner? What the fuck? Naja, gut, ey. Sei es drum. Ich war auf jeden Fall ganz unten, das heißt, ich habe verloren. Loser. Ah, nee, ey. Was gibt's noch? Also, Armdrücken habe ich schon mal gemacht. Dartspielen habe ich noch nie gemacht, habe ich aber auch echt keine Lust drauf. Auf Dartspielen. Nee. Nee, 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 nee. So, ich hätte irgendwie eben Nachrichten bekommen. Nein, Player interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Nachrichten. Nein, Bowie, falls du das hier siehst, das Video, ich habe keine Xbox One. Hä? Wie Geld? Real-Life-Geld? Davon hat niemand genug Real-Life-Geld. Oder meinst du, geht ja online, Junge? Da, ich hab davon, meinem damaligen Cheater-Geld hatte ich gar nichts mehr. Das hat mir irgend so ein Scheiß-Wichser durch Kopfgeld auf mich aufgesetzt, dann hat mir dieses Scheißgeld. Ich weiß nicht, wo es herkam, es ist mir eigentlich auch scheißegal, es ist Gott sei Dank weg. Ja. Was
Was hast du gerade für ein krachendes Geräusch? Egal. War ich sehr gut in der Route Online. Mit dem guten David spiele ich immer sehr, sehr gerne. Aethergucken. Jetzt der Onkel, geht auch online beschäftigt. Das ist auf jeden Fall eine Aufnahme. Die nerven mir gerade mal kurz. Der Weed spielt die Story. Laden wir trotzdem ein. 616 ist gerade auch online. Der 616 ist auch online. Und Zitronen ist auch online. Das heißt, Slay Message spielt bestimmt gerade. Kann man ganz einfach nachforschen. Zerlaufende Sitzung beitreten funktioniert nicht, also spielt er gerade mit Slay Massive. Bang, 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 bang. Egal, ich mag Slay Massive. Ist okay, aber dass sie immer in geschlossenen Sitzungen spielen, das geht ja mal gar nicht. Ja. So. Blauer Punkt, ein Freund. Wer ist denn das? Ach, der gute Bobby ist meiner Sitzung nachgejoint. Da kommt ein Dreierpulk auf mich zu. Nein, er biegt ab. Oh nein. Okay, ich kann gerade nicht nach Hause fahren, weil da gerade sich alle tummeln. Was macht ihr denn da, Leute? Das heißt, ich kann auf jeden Fall nicht nach Hause fahren. Oh nein, ich werde nach Hause. Gut, dann muss ich das irgendwie anders machen. Oh, da kommt jemand. Ah, ich liebe das ja, ne? Wie komme ich denn aus der Scheiße wieder raus, ey? Wo ist hier der Ausgang? Raus. Raus. Danke. Ausgang, Ausgang. Ich fahre einfach jetzt hier raus. Muss hier gerade tierisch weg hier, weil. Schade, dass ich gerade wieder Ghost Infernus bin. Mein Special, da war ich ja unsichtbar. Das wäre jetzt mega geil. Da war ich wirklich unsichtbar. Keiner konnte mich sehen. Das war voll witzig. Also, das war voll scheiße, weil ich, wie gesagt, allein gespielt habe. So, gucken wir mal. Kann ich nach Hause? Wer hat denn da wieder Kopfgeld? Wer hat denn da Kopfgeld? Wer hat denn da Kopfgeld? Schnapp Patrick irgendwas. Ich werde es einfach riskieren. Ich bin kein Feigling, deswegen ich probiere es einfach jetzt. Ich fahre jetzt nach Hause und wir werden sehen, was passiert. Ob ich abgeknallt werde oder nicht. Wir müssen einfach ein bisschen schnell sein. Ich sage gerade ausgerechnet ich, der absolute Oberpro in Sachen Skill für Autorennen und Motorradrennen geht ja online. Viele Grüße an den meinen ja, Kameraden, der genauso schlecht ist wie ich. Nextrap, ne? Mein Freund, du bist genauso schlecht wie ich. Aber ich muss jetzt. Oh nein, der bringt gerade die Leute hier um. Alter, nein! Bremst doch, du blöde Karre, ey. Das ist nicht direkt da. Nein! Shit, Alter. Alter, 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 wie mach ich das jetzt? Der steht da auf jeden Fall. Das heißt, ich muss mich auf jeden Fall umbringen. Ich musste mit voller Kraft vorbeisausen. Ansonsten bin ich voll im Sack, ey, aber vom Allerfeinsten. Der natzt mich so dermaßen weg. Okay, ich muss schnell machen. Wird so dermaßen die Hose geben, das sage ich jetzt schon. Ich muss da irgendwie rein. Geschafft, Alter, geschafft. Oi. Komm, fahr rein. Hast du dir gedacht, meine kleinen Räudigen, ne? Habt ihr euch so gedacht, ne? Satz mit X, das war wohl nix. Ja. Willkommen in meiner Garage. Ach, mein guter Roller, die kennt ihr aus dem guten Roller-Event, den sogenannten Fabio oder Faggio-Event. Ne, Fabio, komm ich auf Fabio. Faggio-Event. So, wer ist denn hier alles wieder nachgejoint, den ich kenne?
Also einige von den Leuten kenne ich hier auf jeden Fall. Zitronefass kenne ich, Infernus kenne ich auch, den Penner, das ist der größte Wichser überhaupt. Bowie kenne ich, Player kenne ich auch irgendwo hier, der müsste irgendwo in meiner Liste sein. Joa, ich würde mal sagen, für diese Aufnahmesession reicht es jetzt erstmal, also für diese Aufnahme. Wir haben schon wieder 25 Minuten im Kasten. Vielleicht nehme ich jetzt noch so einen spontanen Teil auf, die Leute, die jetzt dabei sind. Jetzt mal ohne TS ist auch mal schön Ruhe zu haben. Auch wenn jetzt so ein bisschen die GTA Online-Musik fehlt und so manche Dialoge von den Kollegen. Aber ich glaube, ich werde mich gleich wieder an die Bearbeitung von Aufräumen FAB-Gebäude 2.0 machen, weil diese Mission wird der Oberknaller. Das wird auf jeden Fall mega geil, weil ihr kennt Aufräumen FAB-Gebäude, ihr kennt es, das ist mega geil im FAB-Gebäude, eine Mission von mir. Da kann hinter jeder Ecke der Feind lauern und Teil 2, also 2.0, ist noch krasser. Da hat man zwei weitere Etagen, sogar noch mehr. Man hat viel, viel mehr Platz und mehr Waffen, auch für den guten Bowie. Es gibt mehr Schrotflinten zu finden, ja. Also es ist wieder nicht so überpowered, sage ich mal, von den Waffen her. Es gibt maximal eine Pistole, eine bessere Pistole. Ich weiß nicht, was die AP-Pistole? Ich glaube, die AP-Pistole. Und es gibt mehrere Schrotflinten im Level. Und wie gesagt, vier Teams, 16 Spieler in dem Gebäude. Klingt erstmal voll krass, weil ihr kennt ja nur Teil 1. Ja, aber es sind wirklich mehrere Stockwerke jetzt. Nicht nur die beiden, die ihr kennt aus meiner letzten Sitzung, aus der vorletzten Sitzung. Es sind wirklich zwei weitere Stockwerke hinzugekommen. Wie ich das gemacht habe, verrate ich nicht. Erstmal viele Grüße an meinen Real-Life-Bruder Dirk, der mir den Trick gezeigt hat, wie man noch an zwei weitere Stockwerke dran kommt. Mega geil und Aufräumen FAB-Gebäude 2.0 folgt die Tage. Ob ich die am Wochenende schaffe, diese Session aufzunehmen, wahrscheinlich nicht. Also dieses Wochenende, was jetzt kommt, wir haben übrigens den 21. Februar 2014, werde ich nicht schaffen, weil ich die Mission gut planen muss, damit nicht wieder alles überpowered ist und die Leute wieder meckern, alles Scheiße. Muss ich das ein bisschen planen. Aber ich denke mal, übernächstes Wochenende, ne, wird es definitiv erscheinen. Das wird mega geil. Freut euch drauf. Das wird das Mega-Event. Dazu würde ich noch einen Trailer machen. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Das ist echt ein fettes Event, weil ich habe mehrere FAB-Gebäude-Missionen jetzt gespielt und die waren genauso wie meine. Aber die weiteren zwei Stockwerke waren nicht dabei. Also, zumindest die ich gespielt habe. Es waren sechs verschiedene und da war es nicht dabei. Und ja, freut euch drauf. Es wird mega fett. Wie gesagt, 16 Spieler haben Platz, das heißt, jeder von euch da draußen kann mitspielen. Wenn ihr mitspielen wollt, ja, müsst ihr euch vorher anmelden. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Einen Kommentar unter das Video zu schreiben, das wird nicht ausreichen. Und zwar, ihr müsst euch in meinem Blog anmelden, es ist kostenlos. Ihr könnt euch auch via YouTube und sogar via Twitter aktuell anmelden. Also ihr müsst euch nicht registrieren, ihr könnt euch mit euren Accountdaten anmelden. Und dort euren Xbox Live Gamertag einfach schreiben in dem Artikel, der die nächsten Tage folgt. Also haltet die Augen auf inferno86.de oder achtet einfach mal auf das Outgoing, also den Outro, der jetzt nach dem Video kommt, den ich ja extra neu erstellt habe für GTA Online. Ja, ich komme zum Ende, Leute. Ich bin am Ende, ich bin am Ende, ich bin am Arsch. Ja, und ich hoffe trotzdem, dass euch diese zwei Parts, die jetzt wirklich sehr improvisiert waren, gefallen haben. Würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen, noch mehr über weitere Abonnenten, fast 900 sind's, echt mega cool und ja, bis zum nächsten Mal, Leute, bleibt sauber, haut rein, macht's gut, adios!